Leute, ich kann es kaum glauben, dass ich sehr bald hier in meinem Garten legal Cannabis anbauen kann. Ich bin ja selbst gar kein Cannabiskonsument. Ich gönne mir das vielleicht ein bis zweimal im Jahr, aber trotzdem finde ich die Vorstellung einfach verdammt nice, ein paar Weed-Pflanzen im Garten zu haben, ohne dafür rechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen. Die meisten von euch haben vermutlich die News mitbekommen, dass seit dieser Woche sehr klar ist, wie es mit der Cannabis-Legalisierung weitergeht. Ich möchte hier daher auf die Details eingehen, die nicht so detailliert in den Medien besprochen werden. Hier eine vollständige Liste mit den Regeln, geschmückt mit meinen Meinungen zu diesen Regelungen. Die Hälfte der Regelungen findet ihr in den meisten anderen Berichten dazu nicht. Der Eigenanbau von bis zu 3 weiblichen blühenden Pflanzen soll erlaubt sein. Sehr geil. Die Pflanzen müssen vor dem Zugriff vor Jugendlichen geschützt werden. Ich hoffe nicht, dass das bedeutet, dass ich nur in einem Tresor in meinem Garten anbauen darf. Also wie krass muss da die Absicherung vor Kindern sein, ist da die Frage. Es soll spezielle Clubs geben, die Cannabis anbauen und abgeben dürfen. Diese Clubs müssen bestimmte Auflagen erfüllen, wie zum Beispiel Alterskontrolle und Qualitätsprüfung und dürfen nicht gewinnorientiert sein. Der Mitgliederbeitrag der Clubs soll halt dann nur die Kosten des Anbaus und die Betreibung des Clubs selbst decken. Da frage ich mich halt, ob es dann möglich ist, beispielsweise von den Mitgliederbeiträgen eine richtig coole Einrichtung oder andere coole Sachen für den Club zu kaufen. Also wenn ich da meinen Club aufmache, werde ich dann einen höheren Betrag verlangen, aber dann halt den Club richtig episch für die Mitglieder gestalten. Vor Ort soll man bei diesen Clubs allerdings nicht konsumieren dürfen. So steht es zumindest auf der Seite vom Bundesgesundheitsministerium. Bei der Pressekonferenz deutete er aber Cem Özdemir an, dass man sich da noch einigen müsste, was dieses Thema angeht. In diesen Clubs soll man 25 Gramm an einem Tag und insgesamt 50 Gramm Cannabis im Monat beziehen dürfen. Das sollte mehr als genug sein, oder gibt es hier Zuschauer, die mehr als 50 Gramm im Monat konsumieren? Die Abgabe soll nur in Reihenform erfolgen, also Blüten oder Harz, in neutraler Verpackung oder lose mit beigefügten Informationen zu Gehalt von THC und den anderen Cannabinoiden, Dosierung, Anwendung und zu Risiken des Konsums und Beratungsstellen. Diese Clubs sind ab 18, aber Leute, die unter 21 sind, dürfen nur 30 Gramm im Monat beziehen und für die soll auch eine THC-Obergrenze gelten. In diesen Clubs bezieht man auch die Sachen zum Anbauen. Man darf maximal 7 Samen und 5 Stecklinge pro Monat beziehen. Diese Clubs sollen maximal 500 Mitglieder haben dürfen. Andere Substanzen wie Alkohol dürfen an den Clubs nicht abgegeben werden. Hier frage ich mich, ob man vor Ort Vaporizer, Bongs oder anderes Konsummaterial verkaufen darf. Vielleicht auch irgendwie gewinnbringend, wenn man das dann irgendwie auf dem Papier von dem Club trennt. Man soll 25 Gramm mit sich herumführen dürfen. Einige waren verwirrt wegen den 25 Gramm und dem Eigenanbau, weil ja bei dem Eigenanbau deutlich mehr als 25 Gramm zusammenkommen. Die 25 Gramm gelten nur für unterwegs. Zu Hause gibt es meines Wissens nach keine Obergrenze. Der Konsum in der Nähe von Schulen und Kitas bleibt verboten. In Fußgängerzonen soll erst ab 20 Uhr konsumiert werden dürfen. Es soll ein Cannabis-Werbeverbot gelten. Es werden Maßnahmen getroffen, die Cannabis-Tourismus verhindern. Also wenn man jetzt keinen Wohnsitz in Deutschland hat, soll man nicht easy legal an Weed kommen. Es wird eine Amnestie geben. Leute, die beispielsweise in Bayern wegen 1 Gramm Weed in den Knast mussten, werden dann wieder rauskommen. Man wird auch auf Antrag Verurteilungen wegen Cannabis aus seiner Akte löschen können. THC-Grenzwerte beim Autofahren werden vermutlich auch angepasst. Die Teilnahme an Frühinterventions- und Präventionsprogrammen für Minderjährige, wenn sie Cannabis besitzen oder konsumieren, ist ab dann verbindlich. Später sollen dann in einem zweiten Schritt lizenzierte Cannabis-Fachgeschäfte in bestimmten Regionen getestet werden. Ob in diesen Läden dann Edibles angeboten werden dürfen, muss noch diskutiert werden. Diese Cannabis-Fachgeschäfte und die komplette Legalisierung soll wissenschaftlich begleitet werden. Noch in diesem Monat soll sogar schon der erste Gesetzesentwurf kommen. Als ich das gehört habe, dachte ich mir, dass es realistisch ist, dass ich bereits im Juli anbauen kann. Aber bei einem FAQ der Bundesregierung steht, dass es erst 2024 in Kraft treten wird. Schade. Viele Leute sind natürlich auch sehr enttäuscht, weil die Ampelregierung am Anfang eine komplette Legalisierung mit Fachgeschäften versprochen hat, aber das kommt frühestens erst in ein paar Jahren, nachdem die Modellprojekte erfolgreich waren.
Aber das liegt jetzt nicht unbedingt an der Ampelregierung. Bei einer Cannabis-Legalisierung würde Deutschland gegen EU-Abkommen verstoßen. Und vor dem aktuellen Vorschlag haben Lauterbach und Co. scheinbar mit EU-Leuten in Brüssel debattiert, wie man trotz dieser Abkommen eine liberalere Cannabis-Politik machen kann. Und mit dem aktuellen Vorschlag ist die EU scheinbar cool. In Holland ist meines Wissens nach Gras auch nur wegen der EU nicht legal. Da ist es ja nur entkriminalisiert. Es waren da teils Regierungen an der Macht, die für eine komplette Legalisierung waren, aber da dann scheinbar hauptsächlich wegen der EU nichts unternommen haben. Das von Lauterbach vorgeschlagene Modell ist zwar jetzt nicht das Modell meiner Träume, aber ich finde es schon besser als das holländische Modell, weil da ist es ja de facto so, dass die Coffeeshop-Betreiber das Weed quasi illegal vom Schwarzmarkt beziehen, aber es wird halt einfach nur nicht bestraft. Es ist daher kein Zufall, dass es in Holland auffällig viel Drogenkriminalität gibt. Beim Clubmodell umgeht man das. Lauterbachs Pläne erinnern am ehesten an das spanische Modell, Legalisation Cannabis, wo es auch solche Clubs gibt. Jedes Mal, wenn ich in Spanien war, hatte ich das Gefühl, dass man da null mitbekommt, dass da Weed legal ist, weil da halt alles in diesen Clubs oder zu Hause stattfindet. So, in Amsterdam konsumiert ja jeder Weed und da ist es nicht zu übersehen. Wenn Skeptiker der Legalisierung im Alltag keine Veränderungen wahrnehmen, könnte das gut sein, um die auch von der Legalisierung zu überzeugen, was wichtig ist, damit das Gesetz von einer späteren konservativen Regierung nicht rückgängig gemacht wird. Das Gesetz soll laut Cem Özdemir des Weiteren so gestaltet sein, dass es keine Zustimmung des Bundesrats erfordert, was ja einer der größten Sorgen bei der Legalisierung war. 2023 wird zwar leider nicht mehr in Deutschland legalisiert, aber vermutlich in Luxemburg. Dort wurde bereits Juli 2022 der erste Gesetzesentwurf eingereicht. Für mehr Legalisierungstalk checkt auf jeden Fall meinen Telegram-Kabal ab. Da wird heiß diskutiert und man kann sich austauschen und erfährt da immer sehr schnell, wenn es da neue Entwicklungen gibt. Sehr geile Community. Bis gleich auf Telegram. Apropos Telegram, ich finde es sehr gut, dass Lauterbach bei der Pressekonferenz ausreichend auch die Gefahren der Substanz angesprochen hat. Um ein Haar hat er bestimmt gesagt, dass Cannabis nebenwirkungsfrei ist.